Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Gerade heute ist ein bitterer Tag und Timing perfekt. Kruse holt sich Spieler des Monats Award. Es ist jetzt also gerade verkündet worden, dass Max Kruse seinen Vertrag bei Werder Bremen nicht verlängern wird in Real Life. Hier bei uns in der Karriere ist er auf jeden Fall ja eine Ikone, wichtiger Leistungsträger. Tja, und ich sag mal, wir werden also hier die letzten Spiele natürlich mit ihm weitermachen, absolut. Aber wenn letztendlich auch diese Karrieresaison zu Ende ist und ich vielleicht noch eine Saison nachlege, dann müssen wir Max Kruse verkaufen. Tja, oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ein bisschen Trauer ist schon da. Max Kruse hat den Verein auf jeden Fall in den letzten Jahren ordentlich geprägt. Und ich sag mal, auch hier in unserem Spiel ist er ja ein wichtiger Leistungsträger. Aber das soll uns jetzt nicht runterziehen, denn jetzt haben wir schon das nächste Scouting-Update. Das heißt, Dietrich, nein. Also jetzt, wenn ich dran denke, dann müsste ich jetzt eigentlich so dieses Halleluja, Halleluja. Justus Dietrich hat die Laie angenommen. Wahnsinn, nachdem halb Europa ihn gejagt hat, geht er jetzt zur Real Salt Lake. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den nochmal loswerden. Das haben wir zuletzt auch eigentlich immer gut eingesetzt, aber naja, man kann nicht alles. So, wir haben aber 9,5 Millionen, die will ich gerne haben, die nehme ich auch. So, mal sehen, haben wir denn hier den nächsten super-duper Überflieger dabei? Ich gucke jetzt eigentlich noch auf die Werte, aber so richtig. Achso, der ist schon weg. 59 bis 83. 150 ist er wert. Tom van Damme. Oh! Potenzial von 75 bis 94. Das sind wohl die Brüder Tom van Damme und Gilles van Damme. Der kann alles spielen, Wahnsinn. Unbekannt. Tja, nehmen wir einen von den beiden mit. Also 94er Potenzial. Ist ja schon mal nicht ganz so schlecht. Ich glaube, den holen wir auch mal gleich ins Team an. Ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl bei Tom. Mal kurz hingehen. Kein Problem. Machen wir natürlich. Jugendstab. Guck an. Gilles van Damme. Aber sonst noch einen, der sich hier irgendwie lohnt. 47. Plattfüllt. Plattfüllt. Leander Plattfüllt. Tja, vielleicht boomt er ja noch. André Lemmens, Torwart, Schäfer, den kennen wir ja auch. Vandenbroek, ja, es sind noch ein paar, die sich irgendwie nicht so richtig entwickeln. Auch Gilles van Damme hat nur eine 53. Ich glaube, da hole ich ihn mal doch nicht hoch. Könnte ich eher Schäfer reinholen. Oder ihn hier, Dennis Schmitz. Ich glaube, das mache ich sogar. Er wird wahrscheinlich eher hoch wollen. Ich hole ihn noch hoch. Ins Profiteam übernehmen. Und ich würde sagen, war da nicht noch einer, der so relativ gut war? Richter, ja, weiß ich nicht. Platte Föhlt war es nicht. Dennis Schmitz. Ich glaube, wir holen Dennis Schmitz auch mal hoch. Habe ich jetzt irgendwie gerade so ein Gefühl, junge Spieler letztendlich in den Kader mit aufzunehmen. So, wir haben einen Spieler vor der Brust. Wir gucken erstmal auf die Tabelle, da sind wir relativ safe. Schalke sehr, sehr gut. Aber jetzt gegen Gladbach, das ist ja schon fast ein Topspiel. Andreas Hansen akzeptiert den Vertrag, das ist gut. Dennis Schmitz akzeptiert den Vertrag. Ja, wir können nicht eine Sache mal machen. Transferzentrale. Ich weiß nicht, ob das jetzt Unruhe reinbringt. Huch, nee, warte mal. Ich wollte jetzt eigentlich Kruse auf die Transferliste setzen. Geht das überhaupt von hier aus? Wo haben wir ihn denn? Max Kruse, wo bist du? Da bist du. Auf Transferliste setzen. Oder wenn wir jetzt Spieler freigeben machen. Das wäre ja auch was, oder? Da wäre er instant weg. Ja, weiß ich nicht. Das Mindeste, was ich jetzt machen könnte, wäre ihn auf die Transferliste setzen. Spieler freigeben wäre ja auch nochmal was. Ich setze mal auf die Transferliste. Wenn das mal nicht einen Eintrag gibt, Bremen setzt, wer setzt Max Kruse auf die
Transferliste. So. Wir gucken mal. Trikot passt. Wunderbar. Teammanagement. So, Kruse ist natürlich jetzt vorne der Babo. Vorne drin. Wir haben jetzt auch noch nichts, was wir jetzt gescheit dagegen stellen können. Oder packen wir vorne Eggestein rein. Könnten wir eigentlich ja mal versuchen. Ansonsten, Team ist soweit alles gut aufgestellt. Wir können ja hier mal Schmitz mal mitnehmen. Dann kriegt er mal ein bisschen eventuell die Chance, dass er hier Spielpraxis sammelt. Stanks, das muss natürlich hier geändert werden. Dafür spielt natürlich Diatta. Menezes sollten wir mitnehmen. Vielleicht für Kruse sogar. Stürmer haben wir jetzt natürlich gar keinen mit. Das ist eigentlich auch ein bisschen unklug. Stürmer, tja, nee, Eggestein spielt ja. Ach ja, hier, Leao. Mensch, wir haben ja Leao. Ich vergesse mal Leao. Dann kommt Leao mit für Fagundes. Leao kommt auch von Anfang an in den Sturm. Vielleicht ist jetzt seine Zeit auch gekommen. Vielleicht setzen wir das jetzt einfach mal als Zeichen, dass wir Leao mehr bringen müssen. Kruse nicht mal dabei. Nicht mal auf der Bank. Echt bitter. Ich hätte es mir echt gewünscht, dass er noch ein bisschen länger bleibt. Man kann es natürlich verstehen. Er will international spielen, ist 31 und kann sich vielleicht jetzt aktuell auch noch den Verein aussuchen, wo er hin will irgendwo. Und hat noch alle Möglichkeiten. Für Werder geht's weiter. Wir werden mal schauen, was das Real Life so bringt. Hier ist er rein tendenziell natürlich noch mindestens 10 Spiele Teil des Kaders. Es sei denn, wir schmeißen ihn echt raus. Das würde wahrscheinlich eine dicke Abfindung nach sich ziehen. Aber das wollen wir nicht. So, wenn wir es doch wollen, schreibt es in die Kommentare. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel gegen die Gladbacher. Treffsicherster Verein Werder, 75 Tore. Wahnsinn. So viel wie Dortmund und Hoffenheim zusammen ist das. Da haben wir Leao neben Davies. Hoffentlich platzt der Knoten bei Leao. Er guckt sich schon um. Hey, die rufen meinen Namen. Ich schieße hier ein Tor. Das ist die Prominenz aus Gladbach. So, wir müssen jetzt wieder uns beeilen. Vorschuss an der Seitenlinie. Und Team Pressing. So, Kugel rollt. Schneiderlin, Player. Diatta macht das gut. Diatta auch relativ jung noch. Habe ich letztes Mal wieder gesehen. Sich mir, wow. Alter Junge. Das war aber auch etwas gefährlich. Lazaro. Schön gespielt. Und wunderschön verwandelt. So kann ein Angriff vorgetragen werden. Davy Klaassen. Nach 4 Minuten Spielzeit. Wunderbar. Erster schöner Angriff. Und Davies. Schön in den freien Raum. Tja, und Leao irgendwie auch beteiligt. Blockiert hier die Sicht. Da kommt ja quasi Davy Klaassen aus dem toten Winkel. Und somit steht es 1-0 in diesem Spitzenspiel. Gladbach Vierter. Mal sehen, was die Gladbacher jetzt rauspacken. Roa. Auch ein cooler Name. Roa. Roa Klaassen. Er ist auf Testosteron hier. Davies. Klaassen. Oh, meine Fresse. Das wäre ja fast ein Doppelpack gewesen von Klaassen. Richtig gut drauf. Semedo. Ballverlust. Oh, Eggestein, super gelöst. Wieder schön. Davies. Oh, Klaassen! Meine Güte, was ist denn mit Klaassen los? Also, der hat ja schon jetzt alleine 3-4 Hochkaräter gehabt. Und ein Tor gemacht, also bis jetzt besser auffälligster Spieler bei Werder. Hack. Lang. Lackhang. So, Werder stört hier früh.
Wieder lang. Klasen. Semedo. Davies. Ah, bleibt bei Hack hängen. Und was war das jetzt? Oh, das wäre ein Traumtor gewesen. Diatta trifft den Ball super. Kein Abseits. Doch, Abseits. Oder? Ja, doch, Abseits. Hätte nicht gezählt. Aber guter Gedanke von Maxi Eggestein, der hier heute in diesem Spiel auch Kapitän zu sein scheint. Also, Fazit nach den ersten 15 Minuten. Werder hat das Spiel echt gut in der Hand. Ist jetzt noch keine nennenswerte Chance von Gladbach. Diatta versucht es, aber Sommer nimmt den Ball sicher auf. Hier keine Prüfung, was das angeht. Leo. Und das war auch nicht gut gespielt. Sommer wieder mit dem Abschlag. Wieder gestört von Werder Castorp auf den Posten. Semedo. Trippin. Wow. Ja, erste Pfiffe, glaube ich, so ein bisschen jetzt von den Gladbacher Fans. Gladbach schafft es nicht irgendwie mal für Gefahr zu sorgen. Vielleicht aber jetzt. Bester Angriffsversuch. Wieder Fehlpass. Trippin. Oh, meine Fresse. Wieder Leao. Mr. Chancentod 2019. War auch nicht einfach zu nehmen und viel hat da auch nicht gefehlt. Also von daher auf jeden Fall schon mal 10 Applaus an der Stelle. Hack. Ah, okay. Klasen versucht es nochmal mit dem Schuss. Sicherlich ein bisschen verunglückt. Zakaria. Oh, wieder Klasen. Wieder Klasen mit dem richtigen Riecher. Eggestein. Und. Oh! Und das war natürlich blöd gelöst von Leao, das muss man schon sagen. Jetzt vielleicht der Konter von Gladbach. Oh. Bester Angriff bisher von Gladbach. Flanke. Vorsicht. Oh. Und erste Chance. Nach 30 Minuten. Schneiderlin war das, glaube ich. So, Werder mit dem Spielaufbau. Klasen schön gesehen auf Lazaro. Schön. Und da ist Leao. Und das ist ja meine Rückgabe. Meine Güte, was ist mit Leao los? Jesus Christ. Bringt eigentlich alles mit, was man als guter Stürmer braucht. Aber irgendwie klappt es nicht so richtig. Das 1:0 ist, wenn man so will, glücklich für Gladbach. Es hätte hier schon deutlich höher gegen sie ausfallen können, von den Toren her. Allein Klasen, der jetzt ein bisschen in den letzten Minuten weniger auffällig ist, hatte ja Riesenchancen gleich zu Beginn des Spiels. Semedo. Boah, schönes Auge auf Davies, unser bester Torschütze. Scheitert an Jan Sommer. Semedo. Ah, verdammt. Zakaria. Und Klasen versucht auch noch. Wirft sich dahin. Hat aber auch hier Chancen. Gibt's Ecke? Nein. War keiner mehr dran. Erste Halbzeit neigt sich dem Ende zu.
Muntere Spielchen, Werder hat, glaube ich, alles soweit gut in der Hand. Aber es ist auch so ein Spielchen, was einem auch sehr leicht aus der Hand flutschen kann. Weil wenn Gladbach hier mal gefährlich nach vorne kommt und macht das Tor, dann ja, ist das sehr effektiv von Gladbacher Seite. Für Werder ärgerlich, denn es hätte hier schon 2:0 mindestens stehen müssen. Blasen mit der Superballeroberung auf Lazaro. Semedo schickt hier Diatta Crepin. Ah, und wieder auf einen kurzen Winkel gezogen. Das ist keine Herausforderung für Jan Sommer. Das hat er hier heute gezeigt. Da muss ich Werder schon was anderes einfallen lassen. Aber jetzt ist erstmal die erste Hälfte zu Ende. Soweit, wie gesagt, muntere Partie. Ich bin ganz zufrieden. Was fehlt, sind einfach die Tore. Und die müssen wir jetzt in der zweiten Hälfte machen. Er hat heute nicht viel zu tun gehabt. Bei der einzigen Chance der Gladbacher konnte er auch nur zugucken. Ja, wir gucken hier hin. Leao wäre ein Kandidat, den ich schon dann wieder runternehmen würde, fast. Oder bald zumindest. Klaasen wird wahrscheinlich auch wegen Erschöpfung bald in den roten Bereich gehen. Da müssen wir mal gucken. Auch bei Diatta läuft es heute noch nicht so richtig gut. Aber wir haben ja jetzt noch ganze 45 Minuten Zeit, ein bisschen Ergebniskosmetik zu betreiben. Oh, jetzt! Jawoll! Was war das denn? Nicht mal 2 Minuten in der zweiten Hälfte gespielt. Leao, als wenn es eine super Ansage in der Kabine gegeben hat vom Coach. Nimmt sich hier das Herz, läuft sich wunderbar frei und bleibt dann im 1:1 gegen Jan Sommer. Ganz cool, hier sehen wir es nochmal. Ganz cool, lange gewartet und dann durch die Beine. Leao trifft, das ist schön, das freut mich absolut. Beinahe noch den Hoden gestriffen von Jan Sommer. Beinahe aber auch nur. Da freut er sich, da danced er ab. Unser teuerster Stürmer-Einkauf. Und auch erst 4 Tore. Das ist natürlich deutlich hinter den Erwartungen zurück, die er sicherlich auch an sich selber gestellt hat. Aber er wird auch lange verletzt und dann wieder reinkommen. Das ist natürlich auch schwierig. So, jetzt passt mir das Ergebnis schon besser. 2:0. Geht, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Schneiderlin. Lazaro verliert hier den Ball. Kommt Davies zurück. Und haut den Ball erstmal ins Nichts. Hofmann. Oh, Werder ist hier am Pressen. Wieder Klaasen. Er bleibt immer noch im Ballbesitz. Jetzt hat Klaasen einen Weg gefunden. Aber der Ball ist gleich wieder weg. Vorsicht jetzt. Und Pavlenka, jetzt endlich mal durfte er zeigen, dass er auch in der Luft aerodynamisch liegt. Wieder auf Leao. Flanke. Das war gar nichts. Ich glaube, da machen sich jetzt auch die ersten Spieler fertig. Jetzt hier super Pass, Lazaro auf dem Posten. Und der Ball rollt wieder in Richtung Gladbacher Tor. Och. Und Eggestaun haut nochmal die Bombe raus. So, jetzt werden wir wechseln. Ich denke mal, konditionell müssen wir in der Tat Klaasen rausnehmen. Dann bringen wir dafür einfach mal, was haltet ihr denn mal von Castellanos? Der kommt immer ein bisschen zu kurz, finde ich. Und ich würde sagen, wir schonen auch mal. Ne, Davies schonen wir nicht. Wir schieben mal. Nein, oh, es ist schwierig. Es ist schwierig. Semedo vielleicht mal raus. Eigentlich möchte ich ja Schmitz mal bringen. Ich glaube, ich mache das auch so. Schmitz kommt. Und das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich Eggestein runterziehen. Naja, jetzt haben wir das so gemacht. Gut, dann geht's erstmal so weiter. Welcome to the Bundesliga, Schmitz. Gestern noch Vertragsamateur. Und jetzt schon auf dem Posten. Und ersetzt einen ganz wichtigen Spieler heute ungewollt. Maxi Eggestein. Mal sehen, wie sein Bundesliga-Debüt ausläuft.
Ist ja wie im 60er-Bereich. Also mal schauen, ob er sich hier überhaupt durchsetzen kann. Ansonsten Castellanos da, wie ich finde, geht es bei ihm mit der Entwicklung nicht so weit. Aber ich setze ihn auch zu selten ein, muss ich sagen. Das heißt, eigentlich ist er ein total super Spieler, Schmitz. Ah, Schmitz hier im Doppelpack. Und das Hack. Haut den Ball erstmal wieder ins Aus. Kamakastorp. Auf Schmitz. Leao. Das war natürlich eine super Flanke von Leao. Und jetzt der Konter der Gladbacher über Schneiderlin. Na, komm schon, geh ran hier. Keine Gefahr, glaube ich, Polignoli. Und Alfa Semedo. Und Kastrop wird hier geblockt. Leao versucht auch nochmal zu stören. Da haben wir Schmidt. Schmitz. Danke. Wieder Hack. Der hat ordentlich was zu tun. Zakaria. Schneiderlin. Schmitz. Auf jeden Fall bringt er sich gut mit ins Spiel ein. Immer anspielbar. Popotopio. Lang. Sehr gut von Schmitz. So, jetzt muss Leao warten. Castor. Krepin. Ah, kein gutes Abspiel. So, wir werden nochmal den letzten Wechsel perfekt machen. Und wir nehmen Leao raus und bringen Eggestein. Oder nee, warte mal, wir machen es anders. Wir nehmen Davies raus und bringen Eggestein. Lassen wir Leao nochmal wirklich eine Partie mal durchspielen. Das wird wichtig sein für seine Entwicklung und auch für ja, das Vertrauen, das er in uns gewinnt. Tor hat er gemacht heute. Nicht rangehen. Oh Mann, ey. So, Davies geht runter. Dafür kommt Jojo Eggestein. Für die letzten 15 Minuten. In denen jetzt hoffentlich nichts mehr anbrennt aus Werder Sicht. Castellanos. Ah, der passt gar nicht an. Cuisance. Castor macht das hier super. Auch Pavlenka auf dem Posten. Und jetzt, und klappt das noch? Leao versucht hier den Ball irgendwie abzuspitzeln. Oh, Alpha. Verliert den Ball. Arana. So, 80. Minute, Schlussphase beginnt hier. Jetzt nochmal Roa, aber Kastorp ist auf dem Posten. Bolignoli. Ja, schön gesehen. Auf Eggestein. Kriegt er die Flanke noch rein? Leider kein Abnehmer. Nur Abwehrspieler von Gladbach. Jetzt müssen die ganzen Spieler wieder zurück. Gastorp. Schmitz. Und jetzt vielleicht noch. Oh, was war das denn, Castellanos? So wenig Distanz zum Tor. Den haut die Nächte drüber. God damn it. That feels bad, man. That feels bad. Oh, Mann. Tja, 3-0. Wäre jetzt auch nicht unverdient gewesen. Das war gut gedacht. Schlecht ausgeführt. Passiert hier noch was? Sehen wir noch ein Tor? Machen es die Gladbacher nochmal spannend mit einem Anschlusstreffer. Fragen über Fragen. Neuhaus. Und wieder Werder Defensive auf dem Posten. Castellanos. Oh.
Oh Mann, wieder Castellanos, glaube ich. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Also es bleibt hier beim 2:0. Insgesamt haben wir die Partie gut dominiert. Wenig zugelassen. Es hätte vielleicht sogar noch ein, zwei Tore höher ausgehen können. Aber ich bin völlig zufrieden mit dem 2:0. Ja, heute mit einem Tor und mal komplett durchgespielt. Pfiffe hier gegen die Gladbacher. Das war natürlich auch ein sehr schwieriges Spiel hier in der Endphase für die Gladbacher, für uns. Haben wir es eigentlich ganz gut gemeistert. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Und mal sehen, wer als nächstes auf der Matte steht. Das müsste dann ja eigentlich wieder ein Heimspiel im Weserstadion sein. Und das sehen wir in der nächsten Folge. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.